Wir sind Dennis und Benny. Und wisst ihr, was das ist? Das sind die Tränen unserer Gegner. Wir sind Kaffi und Buschi. Und wir sammeln Pfützen. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Heute wieder mit zwei unglaublich tollen Gästen. Zu meiner Rechten Buschi und Jan Köppen. Und wir sind Benny und Dennis. Viele Grüße in den Ruhrpott. Pott, 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 pott. Das ist eine tolle Tag-Team-Ausgabe. 2 gegen 2. Das bedeutet, heute spielen wir bis 7. Ah. Wer zuerst 7 Punkte macht, darf die goldene Ananas berühren. Aber nicht nach Hause nehmen. Wer gewinnt heute? Team öffentlich-rechtlich oder Team RTL? Ist das schon ein Song? Helene Fischer, atemlos. So. Was? Ja, das ist eine Parodie. Ich höre den am Beat schon. Ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Keine Parodie. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, ja, nicht atemlos. Oh, ah, die neue Nummer. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Bom, bom, bom. Küsse auf der Haut, so wie ein liebes Tattoo. Atemlos durch die Nacht. Oh, so streng, weil ihr nicht atemlos durch die Nacht gesagt habt. Bis jetzt dachte ich, der heißt Atemlos und ich hätte das genauso dann gesagt. Das wäre deswegen gut, dass wir nichts gesagt haben. Apropos Atemlos, eure Show Ninja Warrior fordert natürlich einige Kräfte. Ja. Und erzählt mal ganz kurz, was ist das für eine Show? Ihr seid jetzt in der 400. Staffel. Warum ist das die beste Staffel überhaupt? Weil es geiles, echtes, ehrliches Fernsehen ist. Punkt. Und das im RTL, sauber! Habt ihr selber schon mal mitgemacht? Habt ihr so ein paar cool? Ja, ja. In Spanien war er im Halbfinale. Länger her. Ja. Da haben aber nur 4 Leute teilgenommen. Da müssen wir auch mal erklären. Nee, ich bin auf eine Gummimatte geschmissen. Bin über die Altersgrenze schon raus. Ach, was? Aber er ist mal kurz im Kamin in der Probe. Dürfen wir Nein. die einladen? Nein, doch, nee, doch. Bitte nicht. Doch, doch, doch. Wir haben schon Turmspringen abgesagt. Das Team nicht. Moment, stopp. Wieso macht ihr denn beim Turmspringen nicht mit? Wir sterben. Das ist doch eine Lachtaube-Turmspringen. Ihr zwei müsst mitmachen. Ich hab Angst. Ihr könnt doch in eurem Alter nicht schon irgendwie so staubig sein. Das gibt's doch gar nicht. Schreibt mal in die Kommentare, warum die beiden mitmachen sollen. Schaut mal da unten rein und oben zeigen wir euch einen Sprung, wie es funktioniert. Drücken. Ich hab dir jetzt befohlen zu drücken, Junge. Oh, die Jackson 5 waren es auf jeden Fall. Nur war es 1, 2, 3? Nein. Komplett falsch. Nicht mehr. Jackson 5, ABC. Ja! Du bist der Meister, Junge! Du und du! Ich bitte dich an, junger Mann. Das war nicht so weit weg. Wie kommt man denn bei ABC auf 1, 2, 3? Weil das auch da drin vorkommt. Ich habe gesagt, du sollst es richtig machen. Lasch mich. Das musst du wissen. Ah, fuck, nein, wir haben ein Problem. Lil Nas X featuring dem Vater von Miley Cyrus. Das weißt du. Mit du, Old Town Road. Na, ah, oh Mann. 3. Warte. 3. Wie heißt der Vater von Miley Cyrus? Billy Ray Cyrus. Ja, ja. Lil Nas X? Ja. Ich kenne nur X oder Kölner zum Beispiel. Ja. Jan, du bist ja auch alter Musikfernsehmoderator, deswegen hast du einen kleinen Vorteil, deswegen ein kleines. Machst du noch die Video Top 100? Ja, immer noch. Krieg noch mal privat, nur fürs Gefühl. Buschi, was ist Musik für dich? Erholung, Entspannung, Freude. Darf ich mal das hier sagen, so, wenn ich offen fahre, irgendwo an der Küste entlang und dann schöne Musik. Die Küste. Hotel California, Eagles. Offenes Auto, Küste entlang fahren. Wow! Also, wow. Ja, das ist für euch wahrscheinlich wieder okay, Boomer. Ist mir aber scheißegal. Nimm mal, frag mich an. Willi, komm, geh mit. Ich krieg ab. Lass es drücken. Herbert Grönemeyer, Currywurst. Ja. Alter! Das war Currywurst. Komm, geh, Willi, bitte. Komm, geh, Willi. Okay, Respekt. Das ging schnell. Bruder, vielen Dank für den feinen Punkt. Oh, super. Die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Fat Boy Slim Praise You. Ach nein! Seid ihr gläubig? Ich glaube, irgendwas gibt's, aber. Die Kraft da oben. Genau. Ich liebe Yoga. Und Buschi, du? Ich liebe gute Gags. Genau in der richtigen Show. Haben wir den Preis ausgezeichnet. Zweimal nicht nominiert, einmal gewonnen.
Ja, es stimmt! Wir sind unzertrennbar. Zusammen groß, Fanta 4 Clouseau. Fuck you! Nix mit Antworten! Setzen uns ein Denkmal. Du bist so dämlich. Wir sind zusammen groß. Wir sind zusammen. Ja, ja. Das macht mir nichts, das tut mir leid. Also Fanta 4 und Clouseau stimmt. Heißt das nicht nur zusammen? Ihr habt gemeinsam groß gehört. Zusammen ist man nicht allein, Fanta 4 zusammen mit Clouseau. Was war ich? Was? Was ist das für Antwort? Oh mein Gott! Buschi, was hältst du denn von Preisverleihungen? die größte Auszeichnung ist es, keinen zu bekommen. Ist das so? Oder sagen das nicht nur die keine haben? Ein paar habe ich ja, aber ich, sagen, ich glaube, im deutschen Fernsehen ist es eine große Auszeichnung, Stand jetzt, ach, sorry. Ignoriert zu werden. Das weg. Den kann man nicht rausschneiden. Ich glaube, es ist nicht immer ehrlich und gerecht, sagen wir es mal so. Das kann ich unterschreiben. Beim letzten Promi-Preis wurden verarscht. Und damit geht die goldene Henne an Jasmin Knu. Crow? Reden gleich. Oh, das ist doch das. Oh Mann! 3, 2, 1. Crow mit 1. FL im. Ah. Unendlichkeit. Crow Unendlichkeit! Ja! Los! Los, mit den Ackerkau! Los! Amadeus! Nein! Amy Winehouse, Back in Black. No, nein! Weg! Back for good. Nein. Ein anderer Song? Nein. Amy Winehouse, Back to Black. Mann, Idiot! Nein, das war für mich Back to Black. Namaste. Aber ihr seid mir auch so hektisch, da komme ich total durcheinander. Ich lasse mich doch ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist hier. Nehmen wir noch 3-2, ne? Ja. Ihr Ficker. Ich spreche doch nur. Kölsche Jung. Nein! Ja, Kölsche Jung. Mo. Von Black Fuss. Nein, lass mich doch ausreden. Rings Kölsche Jung. Ja. Seid ihr Karneval-Fans? Oh, ich habe besoffen im Rosenbeet vor der Deutschen Sporthochschule Köln mehrfach gelegen. Das ist ein paar Jahre her. Das waren immer die geilsten Altweiber-Fastnacht-Partys, waren immer die an dem Donnerstag Sporthochschule Köln. Das war besser als jede Klausur, als jede Prüfung. Wobei, das ist ja eh besser, ne? aber wir haben uns, also der Donnerstag war immer richtig geil. Ja? Das waren legendäre Partys. Heute sind ja auch Sportstudenten mit Aktentäschchen unterwegs und sind langweilig. Früher da ging die an alle Sportstudenten. Also was bist du denn gegangen? Also ich, das hat gereicht. Glauben. Wir waren mal als Dschungelcamp-Teilnehmer verkleidet. Bild können wir jetzt hier mal einfügen. Herzlich willkommen hier beim RTL. Herzlich willkommen Viva Colonia und herzlich willkommen zu Ich bin ein Star! Holt mich hier raus! Dragostea Dintei von Ozone. Das wurde, das ist einer, glaube ich, der meistgecoverten Songs irgendwie, weil Rihanna und T.I. Das sind Rumänen, Live Your Life, ne? Das sind Rumänen. Aha. Das ist ein bisschen wie Chartshow hier. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Jan so sprechen höre über Musikclips, dann fühle ich mich wie bei Chartshow oder bei den Top 100. Das habe ich auch gesehen. War denn Olli Geissen schon mal bei euch? Nein. Den musst du doch hier an den Buzzer holen. Kein Kontakt. Da müsst ihr mal mit. Nein, der geht halt sehr langsam ans Telefon. Habt ihr schon aufgelegt, so hektisch wie ihr seid. Sorgt eine gute Flasche Portwein und dann kommt er angetrudelt. Hallo. Habt ihr nicht Direktkontakt zum Olli? Er schon, ich nicht. Nee, ich hab keinen. Du hast keinen Direktkontakt? Nee. Ist das deine Mission, Jan? Die Nummer Olli Geissen hierher zu holen. Der Rauch schmeckte bitter, aber Conny. Der Tag, als Conny Kramer starb, Juliane Werding. Am Tag, als Conny Kramer starb. Ey, wisst ihr was? Juliane Werding. Ganz kurz. Dass ihr euch nicht schämt. Und dann feiern sie es auch noch. Am Tag, als Benny und Dennis gewannen. Aber dass ihr euch dafür feiert, ist sowieso ein Treppenwitz. Wir sind nämlich sehr flink und passen auf. Ja. Buschi, kannst du einmal ganz laut Karim Abdul-Jabbar sagen? Die Flanke ging in Richtung Karim Abdul-Jabbar. Für alle, die es nicht wissen, das war mal ein US-amerikanischer Basketballer.
Tschüss, bist du wieder 14, ne? Taschentücher neben Bett, ne? Wow. Aber, welchen Spruch hatte ich nochmal mit Abitur? Der Abiturient nennt das Antizipieren. Ja. Cool and the Gang Celebration. Ey, sehr gut. Ich hätte es nicht gewonnen. Sehr gut. Kannst du mal ganz viel unter Schoki, wenn du den Song hörst, ne? Ist Freitag, ne? Gibt's bei euch eigentlich bei RTL auch so Firmenfeiern? Da werden wir aber nie eingeladen. Dann laden wir hiermit herzlich zu unserer Winterfeier ein. Dieses Studio wird zur Feststation. Haben wir dann wirklich hier so eine Feier? Wir machen, wenn wir lassen uns von dem Corona nicht mehr verbieten. Sag mir den Gag nochmal, wie das Fest heißt. Feststation. Yeah. Feststation. Cool. Da wird doch alles, wir sind doch so wackeleimige Typen im Eingang. 5-4, weiter. Aber Take a Chance on Me. Nein! Das Zeichen des Todes. So, jetzt kommt der Opa. Jetzt kommt der Opa. Jetzt stell dir mal vor, wir machen euch frisch. Das, ohne Scheiß, jetzt wäre ich an eurer Stelle langsam fickerig. Jetzt wäre ich langsam fickerig. Wir haben alles in der Hand. Die alten Schinken. Und meine Zweifel machen blau. Der Wind ist warm und hat sich. Das ist wieder dieses Schmusepuper-Kram. Johannes Oerding, die guten Tage. Bist du dann der Geisteskrank? Bist du mir an guten Tagen gibt es nur hier. Johannes Oerding an guten Tagen. Ja. Mann! Yes. Scheiße! Programm vergeben! Weil ihr so vorlaut seid. Ja. Oh Gott. Guck mal, jetzt fängt er an zu schwitzen. Er schwitzt schon. Ja. Oh mein Gott, Matchball! Das ist Benjamin, ja, wir lassen es selber. Wenn du noch einmal passt und die Antwort nicht weißt, dann feg ich dir das Studio, wirklich. Dann bist du heute bei Putzlappen. Was machst du dann? Wir sind geile Katzen. Oh nein, oh Gott, okay, wir lassen alles liegen. Ich nein, Katze, nein, nein, mein Zelt, ja. mein Zelt. Wake me up when September ends, Green Day. Ja, du hast ja! Ich bin da! Du gibst die Antwort, Junge! Ja, ich hätte nur Wake me up gesagt. When oder before? When. Bom! Nein! Justin Timberlake, Cry Me a River. Nein! Auswärtssieg! Und damit gewinnen Jan und Buschi, erkennen Sie den Song? Geht die Ananas berühren, geht nach vorne, berührt sie, hebt sie hoch. Oh, Kawabunga! Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Das war eine knappe Kiste. Ihr lag vorne mit 5-3, ne? Aber ist schon auch edel. Aber wir waren aber auch gut. Aber dass der Song jetzt nochmal zum Schluss kam. Oh. Gewinnt ihr denn auch manchmal oder verliert ihr immer? Wir gewinnen oft. Wenn ich einzeln spiele, gewinne ich oft. Der ist mir ein Klotz am Bein. Ich bin ein Klotz. Hast du heute einen Song erraten? Ich frag nur. Ich hab uns da in diesem. Hast du einen Song erraten? Ja. Hast du mir so gemacht? Ich hab dir schon dazu geholfen, das Tier einige Punkte zu machen. Frag echt. Liebe Freunde, Riesenapplaus für Jan und Buschi. Habt ihr auch mal Bock hier zu stehen, dann schreibt eine tolle Bewerbung in die Kommentare, Lieblingssong und Gastgeschenk. Da gibt's auch noch was von euch, oder? Gastgeschenk? Nee, die hatte ich, weil das unangenehm wird, hatte ja, ich aber die mitgebracht. Aber jetzt machst du doch als Gastgeschenk. Nein, die will ich nicht verschenken, ja, die war teuer. Die war teuer, genau. Ah. Falls ich nicht erkannt werden möchte. Genau, geht's gleich noch schön ins Badehaus mit dieser Basis. Hier war Gastgeschenk. Oh ja, die nehme ich natürlich. Buschi, vielen Dank für deine Zähne. Wir kommen zum tollen Endcard. Wir haben was vorbereitet. Oben haben wir das neueste Video unseres Lieblingsfunkkanals und unten gibt's die letzte Folge. Erkennst du? Den Song. Fragezeichen. Am Tisch. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.